Hey Jo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Der Prinz macht gerade den Gottesanbeter. Ja, du braver Hund. Ja, ein bisschen knuffiger. Also dann, machen wir mal weiter, wo wir waren. Und zwar schauen, wie weit es geht. So, machen wir mal ein bisschen langsam, aber nicht zu langsam, sondern so. Und ich habe mittlerweile sogar eine Vorahnung. Vielleicht, was wir machen. Ach ja, was denn? Ich tendiere eher mehr zu Liquid. So. Was? Das ist so, ne? Gas ist aber auch nicht schlimm. Ja, aber Weil bei da Liquid. kriegst du das. Das rechte nehmen. Rechts! Spasti! Das rechts? Ja, das. Das ist halt so eine Fliese, die wirklich Gas durchlässt, ne? Das ist cool. Dann kannst du zum Beispiel sagen, dass du hier noch ein paar von den Fliesen austauschst. Weil die anderen Fliesen brauchen Kupfer, dass halt das Gas besser rumzirkuliert. Da musst du jetzt auswählen, was du. Ja, ist ja gut. Ich denke mal, das heilt und das ist für Essen. Nee, ich glaube, das ist beides Essen. Echt? Aber okay. Ja. Ah. Oh. Dann Plant und Plant. Dann erstmal mühselig auf die Leertaste kommen. Weil der Hund das nicht möchte. Wir haben da keinen Bock mehr auf die Aufnahme. Ja, merkt man ihn an. Sind die eigentlich gestresst? Nein. Nö. Finde ich gut so, ne? Blablabla. Hin. Athletik. Athletik. Sehe ich hier? Es bringt was, den Schwarzen zu leveln. Das ist rassistisch. Das sind. Ja, ist es. Das ist es. Aber who cares? Prinz, ich bin dein Herrchen, nicht deine Ablagefläche für dein Kinn. Das macht er gerne. Ja, ich merke schon. Stupsnase. 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 Ja, ist ja gut. Im Moment hat die Pflanze ein Problem. Was, warum? Dein Yates, jö, dein Yates, jö. Es geht so schnell. Oh nee. Ah, ein kleiner. Schau Ein schneller. guter. Will. Do it. Und. Oh was. Oxygen. So, nach der Folge machen wir auch erstmal Pause, würde ich sagen. Ja. Dann können wir mal was essen. Dem Und Hundi der mache ich Hund dann auch auch? was zu essen. Weil vielleicht bellt er gerade nur nach Essen. Nee, der ist immer so. Ah. Was ist denn das für eine Animation? Wasser. Die saugen Wasser. Weil die Algen brauchen Wasser. Siehst du, das Oh. sage ich ja. Jetzt ist draußen wieder irgendwas los mit unten zusammen. Aber wie gesagt, es sind besser wie die Dioxide da ist, aber die fressen halt welchen. Richtig fettes Ding an Algen weg. Das ist ja noch recht gut, finde ich. Ja, ist gar nicht schlecht. Die hatte Vielleicht. gerade ein Problem. Und wenn Ja. man wissen will, was, dann denkt die sich so, nö. Höchstwahrscheinlich zu niedriger Druck. Also nicht genug Luft. Unbelievable. Weil da momentan halt noch so viel Carbondioxid Ja. rumschwirrt. War ja noch viel zu viel. Aber das wird ja recht gut. Das Ja, wird ja. also, wie gesagt, die Dinger verbrauchen halt im Vergleich zu den anderen kaum Algen, ne? Wir brauchen die nur sehr, sehr langsam, siehst du ja da? 25 Gramm pro Sekunde. Ich würde gerne mal die anderen sehen. Wie viel Using Water? Ich glaube, 260. denen gibst du 1000 Kilo und die laufen 3 bis 4 Minuten. Ha, nicht so schön. Und ja, danach, wenn da, dann hast du zwar viel Luft, ne? Aber das hat immer das Problem mit dem Carbondioxid. Weil True. die verarbeiten das ja nicht, die verarbeiten das. Kann mal diese Wand wegmachen. Oder allgemein hier. Ich glaube nicht, dass die so hochkommen, Dude.
Und wenn ich Leitern hinbaue, so. Naja, du könntest einfach den Boden ein bisschen aufbauen. Oh nee, das ist nicht hoch genug. Ich könnte 1, 2, 3, 4. Ah. Ich würde dann hier irgendwo. Das sieht maximal scheiße aus. Wenn ich die jetzt kaputt mache. Ja. Was passiert dann mit denen? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ha. Ist fertig, ja. Bei Base hast du dann jetzt das gasdurchlässige Ziel. Da unten würde ich halt auch noch vielleicht welche ranbauen, ja? Hier? Ja, genau. Ja. Und dann würde ich zum Beispiel sagen, jetzt du würdest dann, also nimmst du noch ein paar Tiles zum Beispiel? Ja. Nein. Kennst du. Dass du noch ein paar Tiles nimmst, normale. Ja, normale Tiles auch ein paar. Mhm. Und dann hier. Hier. Ja, da noch ein bisschen nach links baust, weißt du? Hier meinst du? Ja, genau. Genau. Ja, nicht so weit. Und dass du da jetzt ein paar rausnimmst mit C. Da, wo du dann die Gasdurchlässigen hinbauen willst. Genau. Dann baust du da die Gasdurchlässigen hin. Und sagst ihnen jetzt, dass sie den Bereich da abbauen sollen. Weil das Gas muss ja auch irgendwie durch die Dinger nach unten kommen. Die Dinger geben ja keinen Sinn, wenn das Gas einfach trotzdem da bleibt, wo es ist. Ja. Das musst du rechts dann vielleicht auch noch machen. Ja, müsste ich wahrscheinlich. So, mal hier. Ups. Bisschen weit. Egal, wir expandieren sowieso irgendwann. Und da das halt auch genau 2 hoch ist, kannst du da zum Beispiel auch dein Storage hinbauen. Ne? Noch ein bisschen extra Storage. Storagel! Storagel! Und vielleicht hier dann sogar meine Energieversorgung. Weil das wäre dann hier 4 hoch. Das wäre dann so perfekt. Könntest du tun. Das wäre, ja, wäre möglich. Wenn ich Sachen wieder abbaue. Ja. Kriege ich die Ressourcen dann wieder? Ja. Okay. Ich glaube, momentan ist einfach nur das Problem, dass das Carbondioxid einfach schnell genug darunter kommt. Ja. Und jetzt könnten wir das mit den Liquids machen. Oder Power-Regulation. Was haben wir hier? Normale Batterie, das lohnt sich schon mal. Ja. Dann können wir auch gleich hier die Power-Regulation machen. Ja. Ja, und jetzt langsam wird's... 18.000 Kilokalorien. Verbrauchst 4.000 am Tag. Okay. Schon auch wieder. Das heißt, es reicht mindestens, wenn sie heute nochmal alle essen. Gehen wir davon mal aus, ne? Reicht's noch genau 4 Tage mit heute. Also. Na, ja. 4 Tage und dann hast du immer noch 2000 Kilokalorien übrig. Nee, halt. Nee, das reicht schon genau. Was reicht nicht da? Geile Rechnung. 4, 8, 12, 14. Geile Rechnung. Mathe-Genie. Aber man bräuchte hier wirklich von dem hier, also. Dreck kommt sehr viel rein. Das ist halt immer wie das viel, ja, je nachdem wo du abbaust, ist ja unterschiedlich. Schauen. Nein, jetzt noch nicht, weil momentan hat's ja... Ja, noch. Es kann zwar in die Teils rein, aber es kann nicht durch. Da werden die Algen erstmal mit Kupfererz bombardiert. Oh, das muss auch noch gemacht werden. Ja klar. Die Häuser haben 15 Besuchslimit. Oh. Und dann. Ja. Haben die da gerade hingegangen? Nee, das. Wie gesagt, das ist ein Blumsklo. Das ist irgendwann voll. Ja, stimmt. Da muss der Scheiß raus. Haben die gerade noch so. Ja, sie. Okay, wird noch. Die Age schon. Wie gesagt, das ganze Carbondioxid muss da eigentlich einfach nur raus. Hm.
Geben Sie dem jetzt Wasser? Nee, der holt Wasser. Und dann gibt er ihm Wasser. Ja, also. Ja. Ich meine, man kann die Dinger theoretisch auch ins Wasser reinbauen, ne? Das funktioniert auch. Aber irgendwie fressen die dann ein riesiges Wasser weg. Okay. Ich denke mal. Ich glaube, ich hatte mal so. Ja, ungefähr da rechts das Wasser. Das hatte ich mal so in etwa da. Aha. Hab vier von den Dingern hingebaut, das war innerhalb von einer Minute leer. Okay, also. Also bau die Dinger nicht ins Wasser! Die fressen dieses Wasser weg. Also lieber manuell geben lassen, lieber damit manuell, sie nicht. Ja. Sonst fühlen die sich verwöhnt und saugen einfach alles aus. Das sind dann Snobs. Ja. Das ist aktiv. Ja, man sieht sich auch, dass es jetzt hier runterkommt, ne? Mhm. Das Carbondioxid. Und hier ist es mittlerweile so slightly toxic. Oh. Ja. Nicht so schön. Naja, kannst du mal auf Research gehen. Nein, das meinte ich nicht, du. Dieses du Alpha Kevin. Hier. Ja, Sanitation Sciences. Da gibt es einen Air Deodorizer. Ah. Der filtert das kontaminierte Oxygen raus. Kontaminierte Luft. Mit, ja, den baust du und der braucht dann Sand als Filtermedium. Mhm. Und dann kommt da wieder saubere Luft raus. Hm. Den habe ich nie geschafft zu bauen. Da brauchst du irgendwie so einen speziellen Stein für, den habe ich nie gefunden. Also ich habe ihn gefunden, aber ich konnte nicht hin. Oh. Also entweder da war irgendwie Chlorin drin, das ich nicht rausbringen wollte, oder es war einfach an so einem riesigen Vorrat an kontaminiertem Wasser, der dann direkt in meine Basis geschwommen wäre. Hm. Das ist blöd. Alles Kacke. Alles Kacke hier. Vor allem kann ich denen irgendwie Anzüge geben, weil... Nein. Ich habe hier... Okay. Wie lange können die in kontaminierten oder Nicht-Atombereiche... Du siehst da unten den pinken Balken. Das hier ist Sauerstoff. Ah. Wenn da so Viertel bis halbe leer ist, je nachdem was sie machen, gehen sie wieder hoch und... Atmen kurz mal richtig fett durch und also solange sie nirgends einschließt, wo sie nicht atmen können, ist eigentlich alles okay. Okay. Wie ist das komplett? Ja. Power. Wire Bridge. Wire. Power Switch. Und eine normale Batterie. Ja. Sehr schön. Ich glaube, die hält das Fünffache von so einer kleinen Batterie. So lustig. Oh. Schlafenszeit. Alter. Entschuldigung, mein Hund hat mich gejumpscared. Du musst mal ein bisschen mehr Geräusche machen, wenn du hier über meinen Teppich läufst. Hm. In so... Kann man... Ja. Was schon gesagt? Hm. Ja, dann kannst du einen Kohlegenerator bauen. Und einen Hydrogengenerator. Also es gibt nachher... der ist bei Percolation. Ja, wenn man was ausbricht. Nee, rechts daneben. Der Elektrolyzer. Da pumpst du Wasser rein. Mit Rohren. Und dann kommt halt Sauerstoff raus. Mhm. Aber halt auch Hydrogen. Ja, und das kann ich dann hier. Das kannst du da zum Beispiel reinpumpen. Und das ist der Water Purifier. Der ist zum Beispiel, es gibt... Ah. Wo ist das? Ist wieder oben? Nee, bei Advanced Filtration zum Beispiel, den Air Scrubber, der filtert halt Carbondioxid raus, ne? Mhm. Also der benutzt Wasser. Und gibt kontaminiertes Wasser aus. Da kannst du dann aber so einen Loop erstellen, weißt du? Du pumpst ein bisschen Wasser rein, damit er arbeitet. Schießt das Wasser dann, das kontaminierte, dann in den Water Purifier. Mhm. Und das saubere Wasser dann wieder in den Air Scrubber. Hast du so einen richtigen Loop da drin, weißt du? Ah. Kannst du so einen Loop erstellen. Interessant. Ja, wenn du halt mehrere Sachen auf einmal in so einem Rohr hast, das da lang. Das ist dekorativ. Oh, wir haben sogar mittlerweile Stress. Oh nein! Der Max hat Stress. Ja, kein Wunder, der rennt ja auch den ganzen Tag. Wie so ein Gestörter. Okay, dann... Das würde ich auch ankotzen. Dann würde ich mal sagen, dass wir das Liquid Piping haben, damit wir fast alle Grundsachen haben. Ja. Dekor. Dekor ist am Anfang nicht so wichtig. Ja. Wenn du es am Anfang in Stress bist, brauchst du einfach irgendwo einen Raum mit 3-4 Massagetischen. Dann schickst du da einmal wieder einen hin, weißt du? Wie sieht's eigentlich aus? Ja, man sieht schon, das Carbondioxid geht schon weitaus besser runter. Hm. Dieser
Du bist kein so krasser Perfektionist, oder? Nein. Ich nehme mich schon. Weil mir muss ja immer alles symmetrisch sein und eine Wand muss da sein und... Das ist scheiße. Aber guck mal, da rechts drin könnten sie theoretisch auch schon atmen, da wo die Algen stehen, ne? Kannst du durchschmuseln, Hundeln? Vielleicht, ja, das ist wirklich gut hier mittlerweile. Vielleicht solltest du dann irgendwann auch mal das hier zum Beispiel mal abbauen, ne? Ja. Damit das halt weg ist, damit halt mehr Platz ist. Und wenn du dann hier da lang ausbaust, ne? Dass du vielleicht hier unten, da stehen ja deine Teile, dass du hier vielleicht noch einen Teil reinbaust. Also so ein Teil hier so. So ein Boden, genau. Damit der halt eben ist. Mhm. Weil sonst sammelt sich da auch ein Carbondioxid, dass ich dann nachher... Stimmt, dann könnten die ja nicht ran. Ja, dass ich da nachher nicht verarbeite. Das ist... Wäre blöd. Nicht so geil. Warum schmulde ich eigentlich schon seit 10 Minuten mit dir? Du hast echt nie genug, ne? Kleiner Schmusebär. Baut's ab. Research complete. Liquid pipe. Pumping. Liquid pipe. Pump. Ja, braucht ja wahrscheinlich auch eine Pumpe. Ja, das ist für Wärme und Kälte, ob du es irgendwo im Raum Kälte haben willst oder Wärme, und du hast einen neuen Dude. Du kannst dir einen neuen Dude holen, wenn du möchtest. Bin gerade am Überlegen mit dem Essen. Aber schon mal so als Tipp, hol dir auf keinen Fall zu viele. Ja, weil jetzt wird's langsam so unsere. Naja, ich hatte mal 13 bis 14. Ich wusste nicht, wohin mit dem ganzen Carbondioxid. Und das Essen hat auch gerade so gereicht und bäh. Das war schlimm. Da ist ein, ich krieg Panik. Da ist ein Sandstein dazwischen. Oh. Also Sand. Hätte ein Stein drin Sand. Das muss ich sagen. Warum baust du die eigentlich so weit auseinander? Damit es ein bisschen schöner aussieht. So. Na gut, dann halt nicht. Nee, mach ruhig. Ist halt nur absolut nicht mein Style. Was haben wir hier? Das war. Naja. Wenn ich herkomme. 15%. Das ist okay. Oh nein, ich habe keine Verbindung. Wie kann das sein? Ich habe doch die beste Verbindung im Ort. Das ist ja blöd wie. Das ist sehr schlimm. Wenn der schläft, also der schnarcht, dann erzeugt er so Felder um sich herum. Und jeder, der in dem Bereich schläft, wacht auf. Dann haben die Interrupt Sleep und sind dann so, Zombie-Style. Am Morgen, weil. Obwohl er so ein Miner ist, also, dann würde ich doch lieber. Wir brauchen sowieso. Ja, ich weiß nicht, also ich habe grundlegend nicht gerne die Narkoleptischen, die einfach einschlafen. Und die Schnarcher, die versuche ich nach Möglichkeit, also die nehme ich grundlegend nicht. ansonsten musst du dem irgendwo anders ein Bett hinstellen, weißt du, ab vom Schuss und. Und die Narkoleptiker gehen mir irgendwie immer auf den Sack, weil wenn die im Wasser arbeiten, pennen die irgendwie da immer ein. Dann saufen wir die Arschlöcher. Was hat hier eigentlich noch mehr Sinn? Medizin oder Arbeit? Medizin finde ich jetzt persönlich nicht so sinnvoll. Weil momentan so viel wird nicht gekämpft. Ne? Also. Medizin finde ich nicht so sinnvoll. Na gut. Gibt's noch keinen richtigen. Wir da hocken, wupp. Spinn an irgendwas. Und der andere, nom 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 nom. Das ist so perfekt. Das ist sogar so wundervoll. Oh, der bräuchte noch ein Bett. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist so. Der hat kein Bett. Bauen wir mal eins. Du sollst es auch auswählen. Deswegen mache ich, wenn ich irgendwas baue, eigentlich immer Pause.
Damit tut sich einfach so, naja, damit die Zeit nicht weiterläuft und ich konzentrieren kann. Auf das, was ich tue. Das hat Probleme? Ja, kein, nicht genug Sauerstoff. Vielleicht soll ich da was noch. Was du da machen kannst, ist so eine Alge da irgendwo hinbauen, dazwischen zum Beispiel, ne? Okay, ich könnte auch diese Dinge. Ja, oder du baust auch eine Alge dazwischen, zwischen die Dinge. Es gibt auch. Zwischen die? Ja. Also, so eine Alge irgendwo. Bei links ist, ja, zum Beispiel, ja, ich bin da. Bei links staut es nicht. Da zum Beispiel hinsetzen müsste. Bisschen. Schon mal Vorsorge, weißt du, damit nicht alles runter muss. Das Gute ist, da ist die Deko jetzt auch besonders, glaube ich, sehr hoch. Echt? Ja, die Dinger machen auch Deko. Musst du mal im Deko-Reiter angucken. In der Deko. Ja. Irgendwie so. Ja. Ja gut, die, ich glaube, die finden das nicht so geil wegen dem ganzen Carbondioxid, das rumschwappt. Oder weil die Dinger einfach noch nicht gewachsen sind, das kann natürlich auch sein. Hm. Erstmal sei zum Pennen. Mann. Aber wenigstens haben sie das Bett fertig bekommen. Nein, 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 der pennt irgendwo. Was? Warte, wo ist der? Da ist er. Direkt vor dem stinkenden Lagerbehälter. Oh. Ja, weil da ist die Kacke drin gelagert. Bei Organik zählt auch die Kacke dazu. Ah. Das kommt ja immer aus dem Behälter raus. Jetzt, yes. Geh auf. Ah, Contaminated Dirt. Hm. Ja, musst du halt nachher, wenn du den, was du machen kannst, machen wir kurz Pause, dann krieg ich das. Das kommt ja, du weißt ja, wo der Contaminated Shit herkommt, ne? Mhm. Dass du dann zum Beispiel hier einfach einen Teil hinbaust, hier drüber, also am Anfang zum Beispiel. Oder halt, okay. Oder halt direkt hier oben drauf, ist egal. Dass du da dann irgendwie später einen Teil dahin baust, ne? Mhm. Und da oben drauf dann den ersten Teil so. Hm. Wie so ein kleines Duftbäumchen, das da das in der Luft steht. Und ich könnte mal auch hier eine Leiter hochbauen. Ja, Shit auch noch mehr kriegen. Aber das wird niemand mehr sehen. 22,5. Ja, die Kacke ist... Mal schauen, was er jetzt macht. Okay, man sieht es, wo er ihn zeigt, aber... mit dieser Ansicht... Dieser wundervollen Ansicht. Das ist einfach so geil, wie hier unten grundlegend immer alles rot ist. Ja, richtig. Das muss halt mehr echt abgleichen, vielleicht noch ein paar Verteilte da reinstellen. Very toxic? Ja, kontaminiertes Oxygen. Also stark komprimiert. Das ist... Aber die Dinge aufzubringen kann auch ganz sinnvoll sein, weil nachher kriegst du ja auch Airlocks, ne? Ja. Und dann lockst du das einfach ein zum Beispiel, ne? Dann, also baust dann schon mal vorsorglich ein paar von diesen Air Deodorizern, ne? Mhm. Sanitizern, weiß gar nicht, wie sie heißen. Mhm. Die halt die Luft, die verschmutzte Luft filtern, ne? Mhm. Und dann machen die ja wieder brauchbare Luft daraus. Und wenn das der ganze Raum dann voller brauchbarer Luft wieder ist, macht der einfach auf. Ja, das wäre wirklich gut. Oder du kannst es auch einfach rauspumpen. Dann brauchst du wieder einen extra Raum, in den du das reinpumpst und dann brauchst du wieder die Gasteile, damit das Oxygen auch irgendwie rauskommt. Ja, dann geht das wieder raus, weil zu viel davon drin ist. Und nee. Man könnte sich so ein System bauen, wo man dann hier irgendwo zentral sowas macht und dann per Pipes alles verbindet, aber... Ja, wird anstrengend. Ja, einfach hier. Ich glaube, bist du damit überhaupt mit der Planung fertig, bist du deine ganze Kondition zu. Ja, denke ich mal. Ich habe keine Ahnung, was so ein Fick man mit Chlorin macht. Chlor? Eben nicht. Ich weiß nicht, was man mit Chlorin macht. Das ist irgendein Gas. Aber ich weiß nicht, was man damit anfangen kann. Bestimmt irgendwie zur Reinigung. Ja. Weil, naja, ich kann mir vorstellen, dass raus Chlor entsteht. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht implementiert. Ich meine, ich habe wirklich beim besten Willen nichts gefunden, was irgendwas mit dem Chlor anfangen könnte. Ist er noch Pre-Alpha? Ja, und damit verabschieden wir uns. Da steht ja auch oben dran. Development-Bild. Ah ja. Okay. Sieht man ja. Gut. Also dann. Ciao und bis zur nächsten Folge.